wahrlich angenehm, bei solch einem Wetter Wachdienst schieben zu müssen. Hey, Kopf hoch, komm, ich sing uns ein Lied zur Aufheiterung. And it's hard to hold a candle in the cold November rain. Oh yeah. Ah, bitte auf! Ah, genauso schrecklich wie deine anderen Lieder, Axel. Ich meine, was zur Hölle ist ein Dschungel? Oder eine Paradiesstadt? Tja, ich schätze, du bist wohl noch nicht so weit. Aber deine Nachbarn fahren da voll drauf ab. Langweilig. Aber es ist entspannt, oder, Eike? Ich meine, bist du eigentlich so ein Typ, Eike? Bist du eigentlich der Typ, der vom Regen, sich von Regengeräuschen entspannt? Nein. Fühlt? Nee? Hm, komisch. Ich glaube, das liegt doch irgendwie daran, wie man so drauf ist, nicht wahr? Kennst du eigentlich... Ach ja, übrigens, willkommen zu... Ich kann von einem... Vierzylinder-Dieselmotor schlafen. Das Geräusch macht dich also... entspannt dich also, ne? Habe ich jetzt Baby gemocht und mag ich auch heute noch. Kann mich super schlafen von. Und dazu noch die Dieselabgase, ne? Nee. Genau, wenn man in einem Auto sitzt, du Idiot. Naja, ich dachte, du wolltest einfach nur das Geräusch hören. Ich bin da woanders. Vielleicht liegt das daran, dass ich in der Zeit geboren wurde, wo so das Wetter auch so ein bisschen eher in die Richtung gegangen ist, wie jetzt hier in Earl Castle, ne? Ich meine natürlich im Ohrschloss. Wo Aliana jetzt gerade, wem war es nochmal? Ja, William Motherfucker Hamlight, jetzt was zu fressen besorgen muss. Hamley, genau. Gloucester, nicht wahr? Oder? Gloucester. Gloucester, genau. Gloucester, genau. Mann, Kadi, bist du. Das kann ja mal passieren, Eike, bei diesen Aussprachen. Oh, jetzt nimmst du sie in Schutz, weil du ein Fan von dir bist, mit ihr Fan. Eike, das ist gemein. Gesehen. Das ist gemein. Das ist ganz gemein, Eike. Du schäm dich. Du willst ja niemand anderen seinen deinen Pimmel reinstecken. Aber ich sag nicht wer. Ich glaube, das müssen wir rausschneiden, oder? So, nee. Okay. Naja, ich glaube, es wird schon. Naja, okay, also machen wir. Ist nicht jugendfrei. Aber Dedalic soll uns doch hassen. Ich hasse Dedalic nämlich auch. Ich hasse sie nicht. Ach komm, hassen ist ein bisschen übertrieben, Eike, ne? Du verabscheust Rufus. Ich verabscheue Rufus und all ihre letzten Adventures, die sie gemacht haben. Ist Bird Wolf war auch scheiße? Der erste Teil war gut, der zweite Teil. Meh. Was haben die denn noch gemacht in der letzten Zeit? Ich weiß gar nicht mehr. Night of the Rail war auch von denen, oder? Ich glaube, das war gut, oder? Ich glaube, das war gut. Aber hatte ja. Martin Sabel. Ich bin Martin Sabel-Fanboy. Hallo Martin Sabel, ich mag sie. Martin Sabel war der Hase, oder? Ja. Genau. Großartig. Aber ich glaub, Martin Sabel hat einfach so eine besondere Stimme. Mhm. Das ist einfach wie Manfred Lehmann, wie Santiano Ziesma, der Herr ist ein Vortyp. Der Herr ist ein Vortyp, genau. Und natürlich Terence Hill. Und wie hieß er nochmal? Norbert Dingsdorf. Und natürlich unser allergeliebter Langweilig. Langweilig. Ach ja. Rest in Peace. Du musst seinen Namen sagen. Norbert Gastel. Norbert Gastel, ja. Und noch Joachim. Wie heißt er Joachim? Ich glaube, das ist falsch. Ich weiß nur aber, dass sein Nachname Kerzel heißt. Du weißt schon, wer es ist, oder? Nein, sag an. Der Anthony Hopkins-Sprecher. Und der ist ja leider jetzt versaut, nicht wahr? Wieso? Der Schauspieler zumindest. War ja in letzten... Anthony Hopkins versaut? Er hat im letzten Transformers-Film mitgespielt. Weiß schon, ich bin der alte Wissenschaftler. Ich weiß Geschichten. Du spielst aber nebenbei, oder? Du stehst jetzt nicht ja. Die ganze du Zeit. Du siehst doch, was ich hier mache. Gucken wir jetzt erstmal unseren Hund an. Flämisch, hier Mädchen. Flämisch? Erkennst du mich nicht? Gutes Mädchen. Im Regen ist mein Geruch wohl schwer zu wittern. Naja, es ist ja auch nicht gerade Ende des Monats. Oh nein, der Witz war scheiße. Ja, ich wette, der Hamley. Ich würde darauf pochen, Eike, dass der Hamley bestimmt unseren Hund auch gequält hat, oder? Ja, höchstwahrscheinlich. Gutes Mädchen. Solche Typen quälen Tiere. Und machen ins Bett. Und haben Sex mit ihrer Mutter. Besonders viel Sex mit ihrer Mutter. Nichts drin, außer dreckigem Wasser. Das hat so einen Schweinedruck an sich. Okay, hier ist nichts versteckt. Ja, oh, jetzt haben wir es. Das Wasser ist trübe und grau. Ach nein, das ist ja nur mein Spiegelbild. Ja. Deine Zukunft sieht trübe aus. Ach nee, das ist Vogeldreck. Gehen wir mal in die Speisekammer.
frisch. Oh. Das riecht ja furchtbar hier drin. Nein, verdammt, Eike. Wir sind im Lagerzug bei McDonald's drin. Nein, ich wollte eigentlich sagen, wir sind durch eine Dimensionsspalte gefallen und finden uns jetzt im Keller von Altschauerberg 8. Hat er nicht gesagt? Das ist vor allem Fake, weil da ist Essen. Da würde niemals Essen liegen. Ja, vor allem Gemüse und so. Äpfel. Obwohl, doch, vielleicht. Ja. Wenn Ofenkäse da ist, ist es nicht sein Zimmer. Ist hier vielleicht nebenan auch das japanische Bad? Okay. Ja. Hashtag, wir sind keine Hater. Wir sind Typen, die zu ihm fahren und ihn ganz doll verkloppen. Und seine Fenster einschmeißen, Nein, sowas würde ich nicht machen. Ich auch nicht, das wäre mir den Sprit nicht wert. Ja, und vor allem, warum wollen wir sich die Hände an ihn schmutzen machen? Eike, nicht mal. In gewisser Weise. Ich meine, was hat man? Sehr Sichtung ist das ja schlecht, weil das steht ja dann drin, ne? Im Zeugnis. Und wie will man es dann später erklären, wenn du zum Beispiel, was weiß ich, Polizist werden willst oder sowas, ne? Oder Politiker. Oh, was steht denn da? Oh, sie sind zu einem Mann, 200 Kilometer zu einem Mann nach Franken gefahren, um seine Fenster einzuschmeißen. Warum denn? Ja. Mir war langweilig. Nein, du musst dann sagen, ja, Drachenlord. Oh, natürlich, ja, okay, ja. Ich werde eingestellt als Ehrenhater. Genau. Okay, verdorbene Kohlköpfe. Die sind alle verrottet. Natürlich sind sie das. Warte mal, wie war es nochmal, Eike? Anfang der letzten Folge stand noch was. Kann man eine Lebensmittelvergiftung verpassen? Ich glaube, das braucht man nicht, Eike. Ich glaube, der arbeitet schon selbst daran. Stirbt er? Wann stirbt er? Wann stirbt er? Eike, das sagt man nicht. Wann stirbt er endlich? Ich weiß es nicht, aber wenn man seine körperliche Verfassung in Betracht zieht, kannst du ja selbst denken, er muss kein Arzt sein. Und die was war es nochmal raus? Die Galle ist ja eh schon raus, nicht wahr? Was? Ich meinte eigentlich den bösen Hamley. Oh, ach, das meinst Drachen. Du? Oh, natürlich. Das hättest du dazu sagen müssen, Eike. Jetzt stehe ich ja noch schlechter da. Danke sehr. So, okay, was haben wir noch? Ungenießbar. Du denkst, dass ich jemandem den Tod wünsche? Yeah. Das hättest du dazu sagen müssen. Das war aber nicht im Kontext, würde ich ja verstehen. Ja, hier sehen wir ein schönes Beispiel daran. Was war, bevor die Kühlung erfunden wurde, Eike, ne? Im Mittelalter. Obwohl, wie haben die dann ihre Sachen aufbewahrt? Mehl, das müsste bestimmt halten. Mehlwürmer. Es ist feucht. Natürlich, es ist feucht. Und dann auch noch im Dunkeln. Obwohl, ich glaube, Dunkeln ist in der Sinne gut, oder? Weil, wie war das nochmal mit Lagerung von Lebensmitteln? Das jetzt klick nicht so lange rum jetzt. Das dauert echt zu lange gerade. Ungenießbar. Natürlich sind sie das. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Und sie bewegt ihre Lippen nicht mal. Jetzt wieder. Ein bisschen. Was haben wir da? Verdorbenes Fleisch. Wimmel von Maden. Okay, Dilchan, jetzt Butter bei die Fische. Keine Rumgeklicke mehr. Okay, nur jetzt die nötigen Dinge. Altes Fleisch, voll mit Maden und Schimmel. Eine Delikatesse in der heutigen Zeit, so. Sicher? Okay, jetzt nur noch das, was nötig mal ist. Mal sehen. Ein Laib Brot. Und es sieht nicht halb so schlecht aus wie der Rest hier. Naja, wahrscheinlich vertrocknet bis auf den Kern, ne? Genau. Das, was noch übrig ist. Ja. Was passiert, wenn diese Schweine hier unsere Burg stürmen und alles ewig lang liegen bleibt? Und nicht aufgefrischt wird? Ah! Was war das denn? Hat die das öfter? Hey, Eike. Klingt das jetzt irgendwie falsch oder komisch? Wenn ich jetzt sage, dass ich mir bestimmt sehr gut vorstellen kann, dass der Typ dabei einen Ständer gehabt hat? Natürlich. Hast du, wonach mein Herr dich gebeten hat? Ja. Gut, dann lass sie nicht länger warten. Fick dich! War es jetzt ungehochgezogen? Ja, war richtig. Okay, Matthew, unser Kammerdiener. Der einzige Diener, den wir hier noch haben. Zeigen wir erstmal das. Ja. Eigentlich wollte ich ihm das Essen geben, Eike, ne?
Zeige mir das. Ja, habe ich ihnen gezeigt, damit er sagen kann, okay, da ist er, der Hass. Gib ihm das Fleisch. Genau, gib ihm das Fleisch. Das ist gesund, ne? Maden, die haben Eiweiß. Dein Essen. Ja, was ist das? Mehr habe ich... Noch, wir haben noch was für dich. Oder haben wir nicht mehr gefunden? Aber mehr gebe ich dir nicht. Ja. Mehr habe ich nicht gefunden. Du glaubst wirklich, du könntest deine Spielchen mit mir treiben? Ich bin die Tochter des Grafen. Und nach dem Gesetz des Königs bist du mein Untertan. Oh, falsche Antwort. Vergiss, was ich über deine Arroganz gesagt habe. Sie macht dich eigentlich ganz hübsch. Oh Mist. Oh! Im Namen meines Vaters! Stirb! Master Richard, nicht! Oh Mann, das muss doch nicht sein! Oh! Dummer Junge! Fast so dumm wie seine Schwester. Ich würde dich rannehmen, wenn ich wollte. Aber ich stehe nicht auf Jungs. Was ist mit ihr? Das haben wir aber anders gesehen. Lass sie. Der König hat noch nicht gesprochen. Wartet, bis euer Vater Graf ist. Dann könnt ihr mit ihr machen, was ihr wollt. Verdammt! Zur Hölle. Sie ist so hässlich, die will doch eh keiner. Steck sie zu den Tieren, bis der König entschieden hat. Was für ein grundsympathischer Mensch, nicht wahr? Ja. Dedelic and Buster Lübe, bekannt von John Sinclair, in großen Heften. Präsentieren. Ja, Eike, und damit willkommen zu... Sag jetzt endlich den deutschen Namen. Die Säulen der Erde, Buch 2. Und schreib das auch in den Titel, jetzt hier nicht wieder Pillars of the Earth, lass es einfach. Warum? Lass es einfach. Aber es wird ist, doch... Es ist die Säulen der Erde, Punkt. Aber es wird doch offiziell als die Säulen der Erde, The Pillars of the Earth verkauft. Ja, die Säulen der Erde. Sicher? Na gut, dann machen wir es ab hier als Säulen der Erde. Ich bin Batman. Nein, es ist Jackman. Ah, erinnerst du dich, Eike? Dabei wollten wir es doch gar nicht. Aber Ken Follett hat es uns dazu gezwungen. Was siehst du? Dreck. Komm, Eike, wollen wir die hier ein bisschen synchronisieren? Wow, diese Burg, sie wächst wie von selbst. Und das Tee ist komisch, okay. Follett. Vielleicht ist das, wollte Ken Follett das. Vielleicht schreibt er seinen Namen so. Ist ja ziemlich doof. Aber selbst überschätzende Autoren kenne ich ja. Buch 2. Wer den Wind sieht. Der wird Staubgras ernten. Yeah! Aliena. Elaine. Nicht Alien A. Er hat ihn im Schlitzohr verpasst. Das ist auch so ein Mittelalter-Ding, nicht wahr? Wenn du jetzt noch weißt, dass einen auf dem Kerbholz haben ist, wo das herkommt, dann bin ich stolz auf dich. Kerbholz haben? Oh. Die Folge von Galileo habe ich nicht gesehen. Galileo? Wie war das nochmal? Historik, Student Dofi. Ja, ich weiß. So, okay, jetzt sind wir auch angekettet und müssen im Regen im Stall verbringen. Aber, Eike, eins muss man zwischen positiv halten. Wir haben nicht das gezeigt, was wohl im Buch drin war. Denn ich war voll schlau und habe recherchiert, in Anführungszeichen. Ja. Ich habe, ja, das heißt, ich habe in den Wikipedia-Artikel reingesehen. Komm auf den Punkt, komm auf den Punkt. Eigentlich hätte sie in der Szene eigentlich vergewaltigt, wenn ich mich nicht irre. Das haben sie. Wenn du dich nicht irrst, hast du es nachgelesen oder hast du es richtig gemacht? Ich hab's nachgelesen, da wird ja alles aufgezählt, was da passiert in den einzelnen Kapiteln. Ja, gut. Das haben sie rausgelassen, das war ihm wohl zu hart. Na gut, aber Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von... Oh, ich habe irgendwie jetzt Bock auf eine nächste Folge, hast du noch Bock? Nein. Och, komm schon. Ich habe nicht mal Bock auf eine Folge, weil das Spiel so scheiße ist. Ach, es geht schon, aber das Problem ist halt mit dem Spiel, wir haben es ja schon am Ende der letzten Folge gesagt, nicht wahr? Der Point-Click-Anteil ist nicht sehr hoch, ne?
Er ist praktisch nicht vorhanden. Das ist schon mein Fazit davon. Okay, dann reden wir nochmal schnell mit unserem Bruder und dann beenden wir die Folge. Nein, raus. Sicher? Tschüss. Okay, gut. Ja, dann sehen wir in der nächsten Folge, wie wir dann entkommen. Zu lange Verabschiedung. Tschüss. Bis dann. Tschüss.